Digga, das ist wirklich so ekelhaft. Das ist wirklich eine der krassesten Sachen, die ich je entdeckt habe. Assalamu alaikum, Freunde. Guckt euch erstmal, falls ihr nicht wisst, wer Nona-Kanal ist, Part 1 an. Dort habe ich alles erklärt, damit ihr Bescheid wisst, was in diesem Video los ist. Für alle, die nicht wissen, wer sie ist, Nona-Kanal ist eine sehr, sehr bekannte TikTokerin. Und in dem letzten Video habe ich bereits viele Sachen über sie aufgezeigt, wie sie versucht, ihre jungen Zuschauer zu manipulieren. Und in diesem Video, meine Freunde, wird es so ekelhaft. Ich zeige euch, wie sie offensichtlich ihre Fans manipuliert hat, angelogen hat. Und wie sie sich selbst einfach strafbar gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. In meinem letzten Video habe ich darüber geredet, dass Nona-Kanal eine angebliche Super-Modemarke rausbringt mit einer Super-Qualität. Bloß war das Problem, dass es keinerlei Qualitätschecks gab, dass es keinerlei Einsicht gab. Das Einzige, was es gab, wie Nona mit ihrem Finger über die Sachen streicht und sagt, dass es eine Super-Qualität ist. Was sich jetzt herausgestellt hat, meine lieben Freunde, ist, dass die Qualität tatsächlich nicht so super ist, wie meine Vermutung auch war. In meinem ersten Video habe ich gezeigt, dass es Verbindungen gibt zu einer Firma namens Powerfee GmbH bzw. It's Merchandise GmbH. Wie sich jetzt im Nachhinein rausgestellt hat, diese Firma, die dafür da ist, Merches zu produzieren und die Firma schon mehrere Merches produziert hat für Leute, die extrem schlecht bewertet waren, da die Merches nie ankamen, hat sich jetzt herausgestellt, dass genau diese Firma auch für Nona produziert, wo viele sich ja unklar waren. Es hieß, es gibt keine direkte Verbindung. Jetzt gibt es die direkte Verbindung. Er steht in den AGBs bei der Shade-Seite. Dann haben viele gesagt, ja gut, da hast du recht. Das ist ja jetzt anscheinend wirklich eine höchstwahrscheinlich Merch-Marke, wie wir jetzt gesehen haben, zu 100% einfach nur ein Merch. Dann haben aber viele gesagt, ja, aber die Qualität ist trotzdem gut. Das hat Nona gesagt. Wir vertrauen ihr. Das ist Nona. Sie hat uns immer glaubhaft alles gemacht. Ja, werden wir ja sehen später, wie glaubhaft sie ist seit 2020, was ich alles entdeckt habe. Aber bleiben wir beim Thema. Ist die Qualität wirklich so gut? Ich meine, die Qualität ist ja anscheinend so gut, dass Nona sogar sagt, dass sie Minus macht mit ihrer Marke. Sogar fast Minus macht, wie ihr in diesem TikTok hier sehen könnt. Ladies, ich bin euch ehrlich, ich werde nach der ersten Kollektion mit einem fetten Minus rausgehen und das ist mir völlig klar. Was für mich aber nicht klar geht, ist, euch Dinge zu verkaufen für einen Preis, der jenseits von Gut und Böse ist, obwohl ich das eigentlich müsste. Ehrlich, sie geht nach der ersten Kollektion mit einem fetten Minus raus. Sie geht mit einem fetten Minus raus und das haben die auch noch geglaubt, das haben 450.000 Menschen geliked. So, sie macht das ehrenamtlich. Sie hat die Klamotten rausgebracht, weil sie unbedingt wollte, dass ihr sowas trägt mit Händen auf der Brust. Ich war ja im ersten Teil noch sehr, sehr freundlich zu ihr, ne? Aber jetzt kann man nicht mehr freundlich sein bei dem, was ihr gleich sehen werdet. Sie hat das ja nur rausgebracht, damit ihr sowas tragen könnt, wie diese Jacke, weil die gibt es ja nirgendwo anders. Achso, nee, warte. Davon gibt's alles auf Shein, aber dazu kommen wir auch noch gleich. Aber schauen wir jetzt mal, ob die Qualität wirklich so gut ist. Ob es einen Preis wert ist. Die Firma hat super viel Transparenz. Sie haben jetzt ergänzt, made in Europe. Sie produzieren in Europa. Super viel Transparenz, super gute Qualität in Europa. Darauf vertrauen wir einfach mal. Stimmt das aber auch wirklich? Schaut man sich das zum Beispiel an? 4 Wochen Lieferzeit. Ja, braucht halt nun mal so lange in Europa. 4 Wochen Lieferzeit. Das ignorieren wir mal einfach bewusst. Wie viel kosten denn die Klamotten? Weil das sind ja hochqualitative Klamotten. Wie viel kosten die denn? Velvet Pants Black. 50 Euro. Okay, nur für die Hose 50 Euro. Man muss sogar noch 20 Euro Versand bezahlen. Das heißt 70 Euro für die Hose. 70 Euro. Kalkuliert das jetzt einfach mal im Kopf. 70 Euro. Und ganz kurz, wieso kostet Versand 20 Euro? Aber egal. Für die Hose will man ja auch eine Jacke haben, ne? Die Jacke kostet nochmal 60 Euro. Jetzt können wir den Versand abziehen, weil ab 100 Euro kriegt man ja gratis Versand. Das heißt 60 Euro und 50 Euro. Das sind 110 Euro für einen Jogginganzug. 110 Euro. Krass, aber es ist ein unvergleichlicher Jogginganzug, oder? Den man nirgendwo kriegt. Weil Nona hat das uns gesagt und das stimmt. Digga, was jetzt kommen wird, das wird echt ein bisschen ehrenlos. Alter, das ist wirklich hart. Überall auf Shein, wo sie ja offensichtlich geklaut hatte, wie ich in meinem ersten Video gezeigt habe, sieht man überall die gleichen Anzüge, fast identisch, mit beidem zusammen für 24 Euro, für 27 Euro, beide Anzüge zusammen. Alle 5 Sterne bewertet, alle auf süßer Kinderarbeit angelegt. Die sieht man alle für 24 Euro. Und sie verkauft das für 110 Euro. Genau das Gleiche. Und jetzt werden bestimmt wieder die Fangirls sagen, nein, Ahmad, das stimmt nicht, weil Nona hat eine bessere Qualität. Das sieht zwar gleich aus, aber sie hat eine bessere Qualität. Nona hat also eine bessere Qualität.
Na dann schauen wir mal, woraus das produziert ist. Aus Gold bestimmt. Der Anzug bei Shein, der komplette Anzug ist zu 95% aus Polyester und zu 5% aus Elastan. Was ist das denn? 95% Polyester und 5% Elastan. Wer produziert denn mit sowas? Also Nona hat bestimmt ganz anderes Material verwendet, weil Nonas zwar von dem Design her von Shein kopiert, wie ich im ersten Teil gezeigt habe, aber nicht von der Qualität. Die ist besser, weil sie hat mit ihren Fingern da drüber gestrichen. Oder gucken wir mal kurz rein. Nonas ist nämlich zu 95% aus Polyester und 5% Elastan. Are you serious right now, bro? Man versucht seine Zuschauer zu verarschen, weil man weiß, dass das 13, 14, 15-jährige Mädchen sind, die die Kreditkarte von ihrer Mutter nehmen und das machen. Hätte man ehrlich kommuniziert und gesagt, ich will Geld verdienen, ihr Hunde? Nein! Einfach zu sagen, ich mach sogar Minus, ich mach das für euch. Und die Kinder glauben das auch noch, dass du das für sie machst. Wie kann man so dreist sein, den Leuten ins Gesicht lügen, Girls Support Girls ausnutzen und zu sagen, hey Ladies, das alles ausnutzen, nur um Geld zu machen, richtig fett Geld. Und das war eins von dutzenden Beispielen. Wer jetzt dachte, das endet schon, das Video. Nein, es fängt jetzt erst richtig an. Ich brauche wahrscheinlich 10 Teile wie Mimi, um das zu Ende zu bringen. Die ganze Zeit nutzt sie Girls Support Girls aus und lügt euch an, weil sie weiß, dass das funktioniert. Sie lügt euch nämlich mehrmals an. Sie nutzt eure Naivität aus. Alle Mädchen haben die Chance mitzumachen. Jedes Mädchen kann Model werden bei mir. Das war ja die typische Masche. Das hat ja Ron Bilecki damals mit seiner Scam-Karte auch gemacht. Jeder hat die Chance. Jeder hat die Chance, da zu sein. Nein, natürlich hat nicht jeder die Chance. Denn Nona hat schon vorprogrammiert natürlich, wer es ist. Es gab ein Mädchen, was mir mehrmals gesendet worden ist. Dieses Mädchen hatte TikTok sogar dummerweise davor gepostet, dass Nona in ihrer Story schon abgestimmt hat, welches Kleid sie tragen soll. Sie hatten Kontakt miteinander, zwingend. Okay, Nona hat in ihrer Story abgestimmt. Sie macht sogar TikToks darüber, dass Nona abgestimmt hat. Sie geht dauerhaft viral, dieses Mädchen namens Melissa. Und Nona hat auf ihrer Show so getan, als würde es ein Quiz geben und wer das Quiz richtig beantwortet, der wird Model, beziehungsweise den wählt sie dann aus. Und diese Melissa war da und wurde zufällig drangenommen. Im März. Was? Ja, und wann war die erste? März, hat sie gesagt. März? März. Das ist richtig. Dann war es! Wie ihr hier gerade gesehen habt, geht Nona zu diesem Mädchen, wählt sie zufällig aus, die da, wählt dieses Mädchen aus, dessen Kleid sie ihr sogar gesagt hat, was sie tragen soll, geht zu diesem Mädchen und fragt dieses Mädchen von über 2000 Zuschauern, fragt dieses Mädchen was und ein anderes Mädchen sagt sogar März, beantwortet die Quizfrage richtig, das andere Mädchen, was Nona ausgewählt hat, weiß so dummerweise noch nicht mal richtig, die richtige Antwort und sagt Mai, weiß gar nicht März und dieses andere Mädchen sagt die ganze Zeit März und Marc Gebauer fragt sogar noch, hat sie die richtige Antwort gesagt? Und er guckt dann danach noch, guck mal, wie er guckt danach so. Sie hat doch gerade nicht mal die richtige Antwort gewusst. Und Nona nimmt sie trotzdem. Ja, jeder hat bestimmt die Chance gehabt, dran zu kommen, oder? Das war gar nicht geplant. Und diese Mädchen checken das noch nicht mal. Und guck mal, wie Nona auf Alibi-mäßig, sie wollte sie sowieso die ganze Zeit nehmen, wie Nona auf Alibi-mäßig danach fragt, wie heißt du? Wie heißt du, Melissa? Ah, nein. Sie hat mit zugebundenen Augen ihre Story von Melissa beantwortet, abgestimmt. Hat sie alles mit geschlossenen Augen gemacht. Sie weiß gar nicht, wer das ist. Auch wenn sie gesagt hat, welches Kleid sie tragen soll und so weiter. Das ist so unglaublich. Aber egal. Zufällig wird ein Mädchen als Model ausgewählt, wo sie vorher abgestimmt hat, soll ich das braune oder das schwarze Kleid anziehen? Was für ein Zufall bei 2000 Zuschauern. Wie ihr hier sehen könnt, haben das sogar die Zuschauer, das war eine Zuschauerin, die anscheinend auf der Show war, sogar die eigenen Zuschauer, die älter waren ein bisschen, haben das sogar gecheckt. Es braucht jetzt keine Hyperintelligenz, um das zu checken, dass man verarscht wurde. Wie ich euch am Anfang gesagt habe, habe ich in meinem letzten Video gezeigt, wie die It's Merchandise bzw. Powerfee GmbH dafür verantwortlich ist. Die Firma von Nona, die gar nicht übrigens ihre GmbH ist. Das läuft alles über eine andere GmbH. Komisch, dass Nona keine eigene GmbH gegründet hat. Das läuft alles nicht über sie, dass auf jeden Fall diese Firma, die das Ganze macht, das bei einem anderen Fortnite-YouTuber gemacht hat. Genau die gleichen Merches bei einem Hey Moritz, wo die Merches oft nicht ankamen. Und viele haben sich gefragt, warum, wie kann das sein, der ist eigentlich seit einem Jahr offline. Das liegt ganz einfach daran, dass dieser Shop ein vergangener Shop war, der dann noch offline genommen wird. Und wenn die den offline nehmen, steht dann dabei den Coming Soon. Aber der Shop ist offline. Genauso wie andere Shops von, ratet mal wen, von Nona, vor 2 Jahren. Dazu kommen wir jetzt, aber bevor
bevor wir dazu kommen, gibt es noch eine lustige Sache, die ich gesehen habe. Und zwar, jetzt haltet euch fest, das ist so krass, dass ich das erwähnen muss, bevor wir zum kompletten Endstück kommen, wie Nona euch seit 2 Jahren hops nimmt. Es gab in den AGBs, also da stand einfach ein ganz, die AGBs von Nonas Seite Shades haben auf eine ganz andere Seite verwiesen. Also die AGBs bauen auf eine Seite auf, die es gar nicht gibt. Ich habe einen TikTok dazu gemacht, das dann 500.000 Aufrufe direkt hat. Ich habe es in die Story gepackt. 10 Minuten später ist die Seite verschwunden und es wurde geändert auf Shades. Die AGBs wurden korrigiert. Ich musste denen dabei helfen, ihre eigenen AGBs zu korrigieren. Und jetzt denkt man sich so, ah, okay, haben die einen Fehler gemacht? Nein, das war kein einfacher Fehler. Die AGBs waren falsch, weil jetzt haltet euch fest, wie man unten gesehen hat, die AGBs vom Jahre 2020 waren. Und danach war es sogar kurz 2019. Und warum? Weil man einfach Copy-Paste gemacht hat von einem anderen Shop. Dieser Gwendolyn Celine Shop, der gar nicht existierte, existierte nicht genauso wie der andere Arian Jelly Shop und Moritz Shop nicht, weil der schon lange offline genommen worden ist. Und deswegen existierte diese Seite Gwendolyn Celine gar nicht. Das ist eine TikTokerin, über die ich auch mal ein Video gemacht habe. Die sind alle miteinander verstrickt. Das sind alles Freunde. Das läuft alles über die gleiche Firma. Jede Vermutung, die ich hatte, stimmte. Der Fortnite Merch, der Hey Moritz Merch, das wird alles dort produziert. Das ist keine super Marke mit einer super Qualität. Das ist ein ganz normaler Merch. Und das Krasse ist, wie ich euch vorhin erwähnt habe, hat Nona das schon mal gemacht. Im Jahr 2020. Und jetzt wird es richtig krass. Damals hatte Nona eine Modemarke, aber eigentlich ein Merch rausgebracht, beziehungsweise sie war das gar nicht, sie war nur das Gesicht, genauso wie bei Shades jetzt. Und bei dieser Modemarke, könnt ihr hier sehen, wie sie ausschaut, super innovativ wieder. Bei dieser Modemarke haben sie 1:1 das Gleiche gemacht. Sie haben 1:1 das Gleiche gemacht, dann wieder natürlich 50% Rabatte und so weiter auf diese besonderen Klamotten gegeben, haben ein Haus gehabt, wo sie diese Klamotten mit anderen TikTokern promotet haben. Und ganz viele fragen Nona, was ist eigentlich mit deiner alten Modemarke? Ganz viele fragen sich das und Nona kommentiert dann immer wieder bei ihrer alten Modemarke, jetzt haltet euch fest, sie schreibt, tatsächlich war das nicht komplett meine Modemarke. Ich habe das zwar beworben, aber das war was komplett anderes. Ah, das war also nicht komplett ihre Modemarke, sie hat es nur beworben. Was heißt denn nicht komplett ihre Modemarke? Kann es sein, dass das genauso von jemandem anderes geleitet worden ist wie jetzt, wie es auch in den AGBs bei Nonas Seite steht? Kann es sein, dass der Vertragsanbieter jemand anderes ist? Jetzt haltet euch fest. Erstens, das war Nonas Marke, beziehungsweise das war genauso Nonas Marke, wie ihre jetzige Marke ihre Marke ist. Denn ihre Freundin hat sie sogar, sie haben versucht übrigens fast jedes Material dazu auszulöschen. Sie haben jedes TikTok dazu runtergenommen. Sie haben jede Website dazu, ihr könnt hier sehen, das TikTok-Profil umbenannt offline gestellt. Es gab nur noch 3-4 TikToks dazu online. Und eins von diesen TikToks, ihre eigene Freundin hat sie einfach aus Versehen exposed. Um 16 Uhr kommt der Shop von Nona und Paola online. Are you serious right now, bro? Ja, meine lieben Freunde. Ihre eigene Freundin hat sie da exposed. Aber wenn das schon alles wäre, dann wäre ich nicht Ahmad. Es geht noch weiter. Diese Marke Adore It, die von damals von Nona rausgebracht worden ist, auch aka Maria GmbH genannt, die dahinter steckt. Diese Adore It Marke hat die Adresse Lichtstraße 46 Köln in Berlin. Kommt euch das bekannt vor? Jetzt, meine Freunde, haltet euch richtig gut fest. Diese Adresse von dieser alten vor 2 Jahren Adore Marke ist, jetzt haltet euch sehr, sehr gut fest, Powerfee GmbH. It's Merchandise GmbH, Lichtstraße 46 in Köln. Die gleiche Firma, die jetzt für Nona produziert, ist genau an der gleichen Stelle. Dasselbe, sogar derselbe Ort. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Merch vor 2 Jahren, wovon Nona sich versucht zu distanzieren, wofür sie vor 2 Jahren Werbung gemacht hat, wo sie ja sagt, das ist nicht ganz ihre eigene Firma, das ist das genau das gleiche wie jetzt. Also es wurde nicht nur von Shades kopiert, nicht nur euch überteuerte Preise gegeben, sondern es wurde nichts geändert, bloß dass Nona jetzt mehr Reichweite hat und das verkauft als ihre eigene Marke. Es hat sich einfach alles bestätigt, was ich im ersten Teil vermutet hatte. Ich habe mir von den letzten 3-4 TikToks die Kommentare mal angeschaut und ratet mal, wie die Kommentare aussahen von dieser Modemarke. Genauso wie die Bewertungen von der Powerfee GmbH, also von der jetzigen GmbH von Nona, also die nicht von Nona, aber die für Nona produziert, dass die Merches nie ankamen und so weiter. Gebt euch mal die Kommentare. Meine Sachen, die ich bestellt habe, sind nach 5 Wochen immer noch nicht angekommen. Ich warte jetzt schon seit fast 2 Wochen auf meine Bestellung von Adore It. Ich habe auf der Seite was bestellt, allerdings vor 4 Wochen. Da stand 7 Tage Lieferzeit. Es ist 1:1 das Gleiche. Und dann habe ich die direkte Verbindung rausgefunden. Ich hatte euch ja gesagt, dass beim Hey Moritz Shop, beim
beim Arian-Shop und so weiter bei diesen ganzen Shops schlechte Bewertungen waren von der Power4 GmbH. Hey Moritz, Arian, die sind befreundet mit Nona, mit ihrem Freund. Das sind beste Freunde. Und jetzt kommt wieder eine Modemarke, Shades, damit sie euch das Geld aus der Tasche ziehen. Und womit kann man das gut promoten? Mit Girls Support Girls. Ihr wurdet alle verarscht. Also die, die gekauft haben. Damit wir jetzt Shades komplett begraben, kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar, wie sich Nona und Power4 GmbH, also Nonas Leute, sich strafbar gemacht haben. Wie ich euch gesagt habe, sind diese ganzen Leute miteinander verstrickt und haben alle die gleiche Masche gemacht. So, diese Leute, dieser Arian, Keanu, wie ihr sehen könnt, sind ja beste Freunde schon seit Jahren, sind ja alle miteinander verstrickt. Und das Lustigste ist, nicht nur diese Gwendoline Celine, die auch mit Nona befreundet ist, wie ihr in diesem TikTok sehen könnt, nicht nur ihre Seite stand da aus Versehen drin, weil man das Copy-Paste hat. Beim Widerrufsformular stand aus Versehen die Seite drin, die ich euch im ersten Teil gezeigt habe. Arian Jelly Shop. Das ist eine Seite, wo dieser Arian damals sein Merch rausgebracht hat. Das wurde alles gecopy-paste und eingefügt und seine Seite war unten aus Versehen noch drin. Das haben sie dann auch schnell geändert noch. Und jetzt kommt das Fatale an der ganzen Geschichte. Die AGBs waren ja falsch. Während Nona davon geprahlt hat, dass gerade hunderttausende Menschen auf der Seite sind und es war ja direkt ausverkauft. Das heißt, jetzt haltet euch fest, es haben die ganzen Menschen, die tausenden von Menschen, die da gekauft haben und das ausverkauft haben, haben unter falschen AGBs gekauft. Somit müssten eigentlich die Käufe nicht rechtskräftig sein, da unter falschen AGBs gekauft worden ist. Es ist ein Vertrag eingegangen worden mit einer Website, die nicht existierte, weil Copy-Paste begangen worden ist. Das heißt, ich bin kein Jurist. Aber es war höchstwahrscheinlich alles nicht rechtskräftig. Vielleicht kann ein Anwalt bitte hier drauf reagieren. Ich habe mit einigen Leuten darüber geredet. Ich hatte auch einen Anwalt gefragt. Niemand war sich zu 100% sicher. Aber theoretisch gesehen sind die Käufe nicht rechtskräftig. Was geht, Freunde? Noch ein kurzes Update. Ich habe jetzt noch mit einem anderen Anwalt geredet. Und der sagt sogar, dass die Käufe trotzdem rechtskräftig sind. Obwohl die AGBs falsch waren. Aber davon ist natürlich nicht die Verletzung der Datenschutzrechte betroffen, also das hat damit nichts zu tun. Aber wenn sie Glück haben, sind die Käufe trotzdem rechtskräftig, müssen aber wahrscheinlich trotzdem Bußgelder bezahlen. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass wenn ihr auf die Seite geht, ihr keine Cookies akzeptieren musstet. Also ihr wisst ja, diese Anzeige, die ihr oben immer kommt mit Cookies akzeptieren. Wenn man eine bestimmte Art von Cookies benutzt, muss man die Cookies akzeptieren und so weiter. Ganz einfache Datenschutzregeln in Deutschland. Wenn du auf die Seite gegangen bist, hast du vielleicht gemerkt, dass du keine Cookies akzeptieren musstest. Warum ist das so? Weil die dich immer fragen, ob du dem zustimmen möchtest, beziehungsweise ob die deine Daten nutzen können. Das ist ein hochgradiger Verstoß und absolut katastrophal. Die sind einfach hingegangen, haben schnell einen Shop zusammengebaut, allgemeine Geschäftsbedingungen, AGBs, Datenschutzerklärung und das Impressum von irgendeinem alten Projekt kopiert, mit einer ganz anderen Internetadresse und haben das da eingefügt. Einfach damit die da irgendwas stehen haben. Nach dem Motto Safe. Merkt das oder so keiner. Außerdem benutzt die Seite Facebook Pixel. Und damit ihr besser versteht, was das ist, weil meine Erklärung wäre zu schlecht, hört euch das bitte kurz an. Die Nutzung von diesem Tool, also von Facebook Pixel, ist nicht unerlaubt oder illegal. Das ist absolut legal. Allerdings muss diese Seite nach deutschem Datenschutzrecht darauf hinweisen. Wenn du dich jetzt durch die Datenschutzbestimmungen scrollst, findest du aber links nicht den Hinweis, dass die Seite Facebook Pixel verwendet. Das ist strafbar. Das ist hochgradig strafbar, weil die gerade Daten sammeln. Daten sammeln von jeder Person, die sich auf dieser Seite befindet und shoppt. Und davon weiß kein Schwein was. Muss ich noch etwas dazu sagen? Es wurden einfach die Daten von allen Menschen noch zusätzlich, die gekauft haben dort, im gesamten Internet verstreut und an Drittanbieter weitergegeben, ohne dass sie davon überhaupt wussten. Das heißt, sie haben sich höchstwahrscheinlich höchstgradig strafbar gemacht mit Bußgeldern von Minimum 100.000 Euro. Und warum? Weil die Firma von Nona einfach super schlampig arbeitet. Nicht nur an den Klamotten, nicht nur die Klamotten nicht verschickt, nicht nur das nicht macht, nicht nur das nicht macht, sogar mit der eigenen Webseite Copy-Paste macht. Und hier geht es sogar nur um die Daten. Also hier geht es nur darum, ob die Firma und Nona sich strafbar gemacht haben. Und wäre das nur das Schlimme? Es geht wie gesagt noch nicht mal darum, ob die sich strafbar gemacht haben. Es geht darum, dass ihr verarscht worden seid. Und da, meine Freunde, wie ich euch gezeigt habe, damit kenne ich mich aus. Und da habe ich euch gezeigt, dass das
zu 100% passiert ist. Das war noch nicht mal alles. Ich habe noch so viele Sachen, die ich nicht ausführen konnte, weil das Video dann viel zu lang wird. Wenn ihr einen dritten Teil wollt, ich habe noch nie drei Teile über ein Thema gemacht, aber es erfordert es eigentlich einfach. So mehr ich recherchiere, aus 2020 Sachen sehe, 21 jetzt, es hört nicht auf mit dieser Firma. Aber genug davon, Freunde, ich will mich nicht wiederholen. Ich finde es einfach geisteskrank. Im ersten Video war ich noch viel zu nett zu Nona, merke ich jetzt gerade. Weil ich nicht genug Zeit hatte, da hatte ich ja nur eine halbe Nacht Zeit zum Recherchieren und deswegen war ich noch bei sehr vielen Sachen nett und zurückhaltend, weil es nur Vermutungen waren. Aber jetzt sind es keine Vermutungen mehr. Verbreitet dieses Video so viel, wie es nur geht, damit es genug Aufmerksamkeit generiert, weil sonst werden die das gekonnt ignorieren, weil sie wissen, dass sie dann darauf nicht eingehen müssen. Aber bringt sie dazu, darauf eingehen zu müssen. Kommentiert, liked, teilt dieses Video und bringt diese Leute dazu, Rechenschaft abzulegen. Weil sie können nicht mit euren Vertrauen spielen und dann einfach sagen, ciao, ausverkauft, bald kommt die nächste Kollektion. In dem Sinne, Freunde, ich liebe euch alle und das war's. Wir sehen uns vielleicht bei Part 3. Ciao.